20 Jahre ist es jetzt her, dass per Knopfdruck der Sendestart live aus dem offenen Kanal Gera erfolgte. Herzlich willkommen bei Inside. Hi, hallo. Ja, wir sind schon wieder bei einem Event und zwar nennt sich das Ganze... Hallo? Und zwar nennt sich das Ganze 20 Jahre Fernsehen in Gera, denn der OK oder jetzt TMBZ wird 20 Jahre alt und darauf stoßen wir jetzt erstmal an. Prost. Prost. Wir sind super Vorbilder. Ja, genau. Ihr seid alle im Fernsehen. Fernsehen. Hallo Mutti, ich bin im Fernsehen. Ich finde das mega geil mit dir. Und die hat ja einfach eine 4 drauf gegeben. Was musst du ihr bitte dazu? Na, mit dem hier Hänsel und Gretel als Punks. Und den Lehrer gibt dir einfach eine 4 drauf. Wir haben es jetzt geschafft. Jetzt gibt es noch Buffet. Schon. Schmeckt gut. Der Wein schmeckt gut. Ich habe aber keinen Wein, ich habe auch Sekt. Halt es hoch. Ich möchte hoch nur anmerken, halten. Wir sind super Vorbilder. Aber warte, wir dürfen, es ist legal. Warte. Wie das Frau Dr. Viola Hahn. Stoß an. Und dann den Zuschauer. Die ist bestimmt für unser treuester Abonnent. Ja, denke ich auch. Ja, ach ja, das wollte ich noch sagen. Ne? Und zwar hat die Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn eine Rede gehalten. Da ging es unter anderem auch um das Pixel-Fernsehen. Und die spricht auf einmal meinen Blog an Hänsel und Gretel als Punks. Und ich weiß nicht, ob die das gesehen hat. Auf jeden Fall weiß sie, dass dieser Blog existiert. Und das finde ich irgendwie lustig. Und das ist eine Oberbürgermeisterin von einer Stadt, die über 90.000 Einwohner hat. Also das, darauf sollten wir uns schon was einbilden, ja. Zu den Gamer Boys, denn die machen irgendwie so ein Videospiel-Battle. Ich hab Angst vor dem. Der trinkt Rotwein und ist jetzt schon komplett besoffen. Und er hat, glaube ich, noch nicht mal einen Schluck genommen. Das wirkt unprofessionell, wenn er nicht in die Linse schoss, sondern auf das Ding. Abonniert meinen Kanal! Ja, du bist so rot in Haut. Olli, ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Ja, ich bin breiter als der Türsteher. Hi. Hi, Herr Mr. Breiter als der Türsteher. Man nennt mich aber Elektroik. Aber nee, mein Kanal. Elektrypsilon, bitte. Elektrypsilon, ja. Nee, du veröffentlichst das. Berlin, soll ich veröffentlichen? Ich möchte bitte, dass ich unkenntlich perfekt. Wenn jemand kommt und fragt, sagt, ich seh nicht auf. Oh, Junge! Was hältst du dir denn auch so? Oh,